Führer. Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Eine große Verantwortung liegt nun auf ihren Schultern. Es bleiben im Raum. Aber wenn Sie meine Herren glauben, steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, das ist unerhört. Unerhört. Der Russe steckt 5 Kilometer vom Stadtkern und darin alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen. Ich sehe das anders. Göring will die Macht an sich. Ach, Unsinn! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Zerfahrt! Vermord! Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Ritter. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ja, vielleicht schon tot! In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden, zur Not mit Zivilisten. Wenn die Sowjets vor Berlin zurückgeschlagen werden, so wäre das ein großes Beispiel. Wenn es wirklich stimmt. Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Es ist für die Geschichte. Geht die Sache gut, ist es sowieso gut. Geht sie nicht gut, wird Europa bolschewistisch werden. In 5 Jahren spätestens wäre der Führer eine legendäre Persönlichkeit und der Nationalsozialismus ein Mythos, weil er durch den... Fegelein! Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Recht Sie nicht, in meine Pläne einzuhalten. Luftwaffe, wieder schlagkräftig.